Mein Name ist Jan-Henning Dudek, ich bin 30 Jahre alt und seit mittlerweile 5 Jahren als Festangestellter bei Bestattung Angela Thiem. Der Beruf des Bestatters ist mittlerweile ein Ausbildungsberuf seit ein paar Jahren und jeder kann sich quasi beim Bestatter bewerben und dann eine Ausbildung absolvieren und dann Bestatter werden. Man sollte auf jeden Fall relativ viel Empathie mitbringen. Bei mir ist es so, Frau Thieme ist meine Mutter und hat sich vor 15 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe quasi seit 15 Jahren schon immer als Aushilfe mitgearbeitet und bin dann, wie gesagt, vor 5 Jahren als Festangestellter mit eingestiegen. Das finde ich gerade das Spannende an dem Beruf, weil viele denken immer nur, der Bestatter kümmert sich quasi um alles, was auf dem Friedhof dann um die eigentliche Beisetzung geht. Aber es gehört noch deutlich mehr dazu. Es gehört auch dazu Buchführung, ganz normal Rechnungen schreiben, aber auch das Überführen von den Verstorbenen, das Wiederherrichten und Schönmachen, dass die Angehörigen sich nochmal verabschieden können am offenen Sarg. Abmeldungen von Versicherungen kümmern wir uns für die Angehörigen drum oder auch generell die eigentliche Beisetzung, das heißt die Organisation von einem Organisten, die Absprache mit den Terminen, mit dem Friedhof und so weiter. Der Trend geht in den letzten paar Jahren zur Feuerbestattung. Wir selber führen die Kremation nicht durch, sondern arbeiten dann mit einem Krematorium in Hamm zusammen. Das hat verschiedenste Gründe. Häufig hat es damit zu tun, dass Angehörige mittlerweile deutlich mehr verteilt sind in Deutschland. Früher war es noch so, man ist in Münster geboren, ist hier aufgewachsen, ist hier beigesetzt worden. Die Kinder sind hier geblieben und konnten sich um die Grabstellen kümmern. Heutzutage verläuft das eher, dass die Kinder dann zum Beispiel in München leben und sich dann schlecht um Grabstellen kümmern können. Und eine Grabstätte von einem Urnengrab ist deutlich einfacher zu pflegen als eine Erdgrabstätte. Wenn es gar keine Angehörigen mehr gibt, übernimmt das Ordnungsamt die Bestattung und die werden eingeäschert, diese Verstorbenen, und werden dann auf dem Waldfriedhof Lauheide beigesetzt. Wenn es darum geht, jüngere Verstorbene oder auch Kinder, Babys, weil da sind auch die Gespräche meistens sehr schwierig, wenn Eltern ein Kind verloren haben, da mit denen wirklich einen Weg zu finden, dass die auch damit vernünftig umgehen können und vernünftig trauern können. Wirklich ganz enge Verwandtschaft oder Freunde noch nicht, immer Eltern von Freunden. Und da ist es mir sogar meistens eher ein Bedürfnis, es selber zu machen, weil es so nochmal das Letzte ist, was man für die Verstorbenen tun kann. Deswegen ist es mir sogar dann eher wichtig, es selbst zu machen. Tatsächlich nicht wirklich. Ich würde es tatsächlich meinen Angehörigen überlassen, was denen dann wichtig wäre, ob sie einen festen Punkt haben wollen, ob es dann ein Friedhof sein soll oder ein Friedwald. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, aber ich würde mit allem d'accord gehen. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal bei Vorsorgen von jüngeren Menschen. Die Dame war um die 40 und hat gesagt, so, wenn ich dann irgendwann mal da drin liege, möchte ich auch wissen, ob es wirklich gemütlich ist, und hat sich einmal reingelegt. Und was wir häufiger machen, ist für Schulklassen werden wir angefragt, von Religionslehrern sind es meistens, dass man einmal ein bisschen was zu Tod und Trauer erzählt. Das machen wir dann auch bei uns im Institut. Und gerade Schüler sind da meistens dann
sehr forsch und wollen dann auch einmal Probe liegen.